Ja, Klaus Brill, schönen guten Tag. Guten Tag. Wir reden über Tischbein jetzt. Sehr gerne. Tischbein, eine weltweit bekannte, sehr große Malerfamilie. Was die wenigsten wissen, die kommen aus einer kleinen Klosterbäckerei aus dem Altkreis Frankenberg, Hainer. Richtig. Und zwar, man fragt sich dann natürlich gleich, wie kommt das, wenn man aus so einem weltentlegenen Dorf, das war noch nicht mal ein richtiges Dorf, das war ja eigentlich nur die Gemeinschaft der Bediensteten des Klosters Hainer, damals vor 250, 300 Jahren, wie kommt das, dass die weltweit bekannt werden? Das ist ein interessantes Geheimnis, einer der großen Schätze unserer Region, denke ich. Am 17. März um 14 Uhr wird die große Ausstellung anlässlich des Jubiläums der Kreiszusammenlegung, der Gebietsreform eröffnet im Kloster Hainer. Und es gab einen Aufruf in lokalen Medien, Privatleute mögen Tischbeingemälde zur Verfügung stellen. War der Aufruf erfolgreich? Ja, überraschend erfolgreich, müssen wir sagen. Also wir haben uns sehr gefreut. Es haben sich etliche Leute gemeldet, vor allen Dingen auch aus dem Waldecker Land. Also jetzt nicht Dutzende, aber mehrere, mehr als ein halbes Dutzend. Und zwar Privatpersonen ebenso wie Vertreter von Institutionen, zum Beispiel Museum in Bad Wildungen, Museum in Korbach, und haben gesagt, wir haben Tischbeins, und eben auch Privatpersonen. Und dann war die große Frage, ja, was für ein Tischbein? Die Familie Tischbein hat, wie gesagt, an die 40 künstlerisch tätige Personen, Männer und Frauen, in drei Generationen gehabt. Das betrifft etwa die Zeit von, sagen wir, 1770 bis 1850. Und im Waldecker Land waren mehrere tätig. Die drei berühmtesten, das ist der alte Kasseler Hofmaler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, der Ältere. Der hat also die Fürstenfamilie in Arolsen porträtiert. Das Bild hängt im Schloss in Arolsen. Dann gibt es den Goethe Tischbein, das war sein Neffe. Der hat auch für einen der Tischbeinsöhne, der Fürstensöhne, in Neapel, wo er damals war, Bilder gemalt, Motive aus der Antike, und die hat er mitgenommen nach Hause. Und der dritte war wiederum ein Neffe von Johann Heinrich dem Älteren, Johann Friedrich August Tischbein, ein europaweit bekannter Porträtist. Der war also bekannt dafür, dass er die Leute wirklich so gut getroffen hat, dass sie gestaunt haben. Der hat Schiller gemalt, der hat die Königin Luise von Preußen gemalt, der war in St. Petersburg, der war in Dessau, der war überall. Und am Anfang seiner Laufbahn war er Hofmaler in Arolsen und hat natürlich auch die Fürstenfamilie porträtiert und den damals regierenden Fürsten Friedrich. Aber es kam eben auch aus privaten Haushalten, aus einer Familie in Wildungen und aus einer Adelsfamilie im Waldecker Land, aus Dalwigstal, die Freiherren von Dalwig, die hatten auch Bilder von Vertretern der Familie Tischbein. Das waren aber andere, weniger bekannte, aber die werden wir jetzt eben auch mal ausstellen und darstellen. Jetzt ist ein gutes Buch, ein großes Buch erschienen von Frau von der Osten, die sich das erste Mal sehr detailliert mit dem Tischbein beschäftigt hat. Richtig. Es hat bisher verrückterweise kein Buch gegeben, das mal die ganze Familie in den Blick fasst. Man hat sich immer orientiert an dem berühmten Goethe-Tischbein. Der hat Goethe gemalt damals in Rom, wie er so schön ausgestreckt mit weißem Mantel und großem Hut über antiken Ruinen in der Campagna sich gelagert hat dort. Das ist ein weltweit bekanntes Bild, eine Ikone, die quasi auch stellvertretend steht für die deutsche Kultur. Aber es gibt eben noch mindestens zwei Dutzend namhafte andere Maler und wie gesagt im Ganzen über 40, die sich künstlerisch betätigt haben. Und wir haben gesagt, das kann ja so nicht bleiben, wir müssen die ganze Familie in den Blick fassen. Wir haben ja als Verein der Freunde des Klosters Hainer seit 2015 jedes Jahr eine wechselnde Ausstellung, wo wir einen der Tischbeins vorstellen und einen Teil seines Werkes. Und aus dieser Arbeit ist das dann heraus entstanden. Die Kunsthistorikerin Caroline von der Osten-Sacken aus Kassel ist die Kuratorin dieser Ausstellung seit 2019. Sie beleuchtet jedes Mal einen anderen Aspekt, und aus der Arbeit heraus haben wir dann dieses Buch gemacht. Also wir als Freunde des Klosters Hainer sind
Die Herausgeber, Frau von der Ostensacken, ist die Autorin. Und jetzt ist zum ersten Mal sozusagen ein kompakter Überblick vorhanden. Wer gehört eigentlich alles dazu? Die Großen haben wir natürlich groß gemacht, die Kleinen ein bisschen kleineren. Aber das ist ein wirklich sehr schönes Buch geworden, das sich auch gut verkauft hat, muss man sagen. Das große Hainer ist ein Kleinod mit den Stamfordschen Gärten, mit dem Tischbeinhaus. Ja, eigentlich könnte man Graf Philipp so richtig dankbar sein, dass er es säkularisiert hat und das Klosterdorf in eine Domäne umgewandelt hat, die also dafür dann diente, das Krankenhaus zu unterhalten. Man kann es so sehen. Also auf jeden Fall hat das Kloster, nachdem es durch den Landgraf Philipp in der Reformation aufgehoben worden ist und sozusagen verstaatlicht enteignet wurde, ein zweites neues Leben angefangen. Und zwar als Spital natürlich für arme, alte, kranke Männer vom Land, so war es am Anfang. Heute ein großes psychiatrisches Zentrum, das ist eine über 500-jährige Tradition inzwischen. Und wie sich zeigte, sind im Umfeld des Klosters dann ganz erstaunliche intellektuelle, künstlerische Impulse entstanden. Nämlich erstens nicht nur die Malerfamilie Tischbein, also die alle vom damaligen Klosterbäcker Johann Heinrich Wilhelm Tischbein und seiner Frau Susanna Margareta abstammen, sondern es ist ja auch als ein Kind eines Beschäftigten des Klosters Hainer zu nennen, der neulateinische Dichter Eobanus Hessens, der ist nicht so bekannt wie die Tischbeins, aber durchaus bedeutsam. Interessante Sache, was von Hainer alles ausging.